Nächsten Dienstag gibt es eine spannende Buchpräsentation. Es geht um Souveränität im Dienste der Völker. Das ist eine Neuerscheinung mit Texten vom Weltsystemtheoretiker Samir Amin, der jetzt neu auf Deutsch im Promedia Verlag erschienen ist. Dienstag, 26. März um 19 Uhr im C3. Was sind so die Fragen von Amin? Es geht um ein Plädoyer für eine antikapitalistische nationale Entwicklung. Es geht um die Diskussion darüber, welche Rolle der nationale souveräne Staat, der souveräne Nationalstaat spielen kann in Zeiten der Globalisierung. Sozusagen eine kritische linke Perspektive auf die Frage des Staats, die in manche Fallen der Staatskritik nicht hineintappt. Amin wichtig. Wieso ist Amin wichtig? Weil er einer der vier bedeutenden Weltsystemtheoretiker ist, gemeinsam mit Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi und dem Weltsystemtheoretiker Henri Gundolf-Frank, der die Entwicklung der Unterentwicklung begrifflich geprägt hat. Bei dieser Präsentation sprechen vier Leute. Eine davon ist Andrea Komloschi. Sie hat auch ein Vorwort geschrieben für das Buch von Samir Amin. Und daneben werden Julia Eder, Daniel Köhler Inputs bringen. Moderiert wird das Ganze vom Herausgeber Hannes Hofbauer vom Promedia Verlag. Dienstag, 26. März, 19 Uhr im C3. Alle sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Ciao.